Guten Morgen, ich habe diesen Kanal erschaffen, um mein Wissen weiterzugeben, soweit wie ich es verstanden habe, und Leute zum Denken anzukurbeln und ihre eigenen Nachforschungen anzustellen. Und dann finde ich das auch immer gut, wenn sich dann jemand damit mit dem Ding rational auseinandersetzt und wir darüber ein Gespräch haben können. So, weil mir hat keiner die Weisheit mit Löffeln gefressen. Auf jeden Fall, Ramona hat jetzt gepostet und unter einer der Videos drunter, das ist auch eine Züchterin, die sich sehr viel Mühe gibt mit ihrem Hunden und mit ihrem Wissen. Und deswegen unterhalten wir uns jetzt einfach mal darüber. So, also um das kurz zusammenzufassen, sie sagen, maskuline Hündinnen würden erschaffen werden durch möglicherweise zwei Dinge. Sie werden in der Uterus neben anderen Welpen gelegen, also neben männlichen Welpen, und würden dadurch viel zu viel Testosteron abbekommen. Das nächste wäre, die Mutter könnte in der Geburt gestresst gewesen sein. Und das könnte dann zu maskulinen Hündinnen führen. Also erstmal, Ramona, von Anfang an danke für den Kommentar, sowas liebe ich. Punkt Nummer zwei. Ich glaube, wir müssten mal erst definieren, was ich als für eine maskuline Hündin halte. Du führst da eine von deinen eigenen Hunden auf. Als ich bei dir zu Besuch war, habe ich keinen Hund gesehen, der auch nur annähernd maskulin auf mich gewirkt hat. Nur weil eine Hündin größer und kräftig ist, und diese Hündin da ist sehr schön, das empfinde ich nicht als maskulin. Da würde ich, wenn ich, also maskulin wäre schon, wenn ich hingucke und mir überlegen muss, ist das ein Rüde oder eine Hündin. Das war bei dem Hund überhaupt nicht der Fall. Also ist das auf jeden Fall am Anfang eine Definitionssache, die belegt werden müsste. Also du hast einen sehr schönen Hund, ich halte nicht für maskulin, aber wir führen die Diskussion trotzdem weiter. Also es gibt wirklich Hunde, also auch den wir da in Holland gesehen hatten, da musstest du zweimal hingucken, und die hat dann auch auf drei Beinen gepisst und so. Die können schon ganz extrem maskulin werden. Weiter darüber hinaus ist ja eigentlich für eine Privatperson vollkommen egal, ob der Hund maskulin ist oder nicht, solange es ein guter Hund ist. Ich denke nicht, dass da ein Unterschied drin gezogen wird. Ist halt nur die Frage, wenn man als Züchter mit beschränkten Plätzen arbeitet, ob man die Plätze mit Hunden, die maskulin erscheinen und gewisse Risiken meiner Meinung mitbringen, ob man den da aufhört oder ob man sich gleich für die feminine Version entschließt. So, das, was da drin steht, ich bin kein Wissenschaftler, um Gottes Willen, aber ich versuche das jetzt mal rational auseinander zu pflücken, macht für mich null Sinn. Punkt Nummer eins. In fast jedem Wurf ist das Verhältnis zwischen Hündin und Welpen und Rüden relativ ausgeglichen. Was weiß ich, vielleicht sind 6-5 oder 7-4 oder 5-5, was auch immer. Aber es ist ungefähr ausgeglichen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass in der Uterus ein oder mehrere Hündin in einem Wurf längerzeitig neben zwei Rüden legen, ist ganz schön hoch. Da müsste ja jeder Wurf Testosteron produzieren. Was ich dann auch nicht verstehe ist, die Hunde waren ja noch gar nicht in der Pubertät. Die waren noch gar nicht in der Pubertät und haben dann Welpen, männliche Welpen, so viel mehr Testosteron wie Hündin? Müsste man mal nachgucken, aber ich wage es zu bezweifeln. Deswegen gibt es ja die Pubertät, weil dann diese Hormonausschüttung in Gang kommt. Das nächste wäre, vielleicht haben die jetzt mehr Testosteron, aber jetzt zum Beispiel nimmst du mal, wenn ich nicht körperliches Testosteron einem Körper zufüge, erhöht das den Wert des Testosteron in dem Körper, unterdrückt aber die natürliche Produktion. Das seht ihr ja bei Bodybuildern zum Beispiel, die dann übermenschlich viele Level von Testosteron nehmen. Und wenn sie dann damit aufhören, dann machen sie und sind sie weg. Das heißt also, wenn die Testosteron ausgesetzt wären,
über diesen Zeitraum von ein paar Wochen, dann wie soll sich das dann auf ihr weiteres Leben auswirken? Dann müssen die ja konstante Neueinwirkung von Testosteron haben. Verstehe ich nicht ganz. Das nächste ist, ja, die gestresste Hündin. Was ist denn Stress? Oder ist das jetzt, was passiert denn dann beim Stress? Schüttet die Hündin dann mal Testosteron aus? Dass der Welpe mehr Testosteron ausschüttet? Kann sein, aber auch wieder das Gleiche. Ja, jetzt hat der Welpe mehr Testosteron gekriegt. Das würde ja die Produktion im eigenen Körper unterdrücken. Und dann auf jeden Fall über längere Jahre ist die Mutter mit Sicherheit nicht da, um dieses Testosteron nachzufüllen. Plus, in der Natur glaube ich nicht, dass ein Hund über die Schwangerschaft durchkommen würde ohne Stress. Ich denke, da gibt es sogar sehr viel Stress. Oder jetzt wie bei mir, da haben die Hündin im Rudel gelebt. Und ja, das Leben in größeren Rudeln bringt sehr viel Stress mit sich unter Umständen. Aber bei meiner Linie hat eigentlich sehr weibliche Hündinnen immer produziert. Nicht immer, aber fast. Das heißt also, wenn der Stress jetzt wirklich dafür verantwortlich wäre, dann müsste meine Linie mehr männliche Hündinnen erzeugen als jemand, der die Hunde isoliert im Zwinger hält. Dem war aber bei mir auf jeden Fall nicht der Fall. Und es geht ja nur darum, versuche ich die Hunde so größer, stärker, breiter, männlicher zu machen. Vielleicht hast du ja auch eine Hündin, die funktioniert, und dann würdest du aber einen kleineren Rüden nehmen, um wieder zurückzukommen. Aber es geht ja darum, da Menschen, die dann die größte Hündin mit dem größten Rüden, wenn es dann klappen sollte, mit wieder und wieder und wieder, und irgendwann kommen wir an in einem Bereich, der vielleicht funktioniert oder auch nicht. So, der nächste ging es um die Kaiserschnitte. Du hast geschrieben, die Vielzahl der notwendigen Kaiserschritte bei der Babyzucht muss meiner nach der notwendigen Kaiserschnitte muss meiner nach und differenziert betrachtet werden. Hundertprozentig richtig. Ich rede auch nicht von notwendigen Kaiserschnitten erstmal. Es gibt viele Leute, die einen Kaiserschnitt machen, weil sie keinen Bock haben, die Nacht wach zu bleiben. Ja, die gehen hin und wollen auch keine Welpen verlieren. Wenn die Geburt anfängt, erste Welpe kommt, machen sie auf. Und das ist ein Problem. Das ist genauso wie bei Menschen. Da werden ja die meisten Geburten geplant, damit der Stress und dass es halt planbar ist und der Chirurg kann schlafen und die Frau weiß auch, wann sie ihr Kind bekommt. Halte ich biologisch für sehr kritisch, weil was passiert, wenn es dann halt nicht mehr so ist? So, und dann geht es ja auch wieder um die Weiter. Ich würde hundertprozentig mit meinem Hund einen Kaiserschnitt machen lassen, wenn das medizinisch notwendig wäre. Das steht ja überhaupt nicht zur Frage. Nur die Frage ist jetzt, habe ich dann 3 Kaiserschnitte hintereinander? Es kann ja so sein, dass die Schwächen hat beim ersten und danach nicht mehr. Ich habe aber auch schon Hühner gehabt, die einmal einen Kaiserschnitt hatten und nachher normal geboren haben. Ist ja kein Problem. Es geht jetzt aber um die Zucht. Wenn ich jetzt aber jedes Mal Kaiserschnitte habe aus den Hunden, mit einer Hündin, und ich behalte Welpen, und dann nehme ich einen Rüden, der auch aus dem Kaiserschnittwurf kommt oder vielleicht aus mehreren Generationen, und dann komme ich vielleicht nachher irgendwann noch zu einer Linienzucht zurück und mache dann weiter Kaiserschnitt, irgendwann werden die nicht mehr natürlich gebären können. Und das ist eine der schlimmsten Sachen, die überhaupt passieren kann. Wenn du nicht mehr natürlich gebären kannst, verliert die Rasse meiner Ansicht nach seine Existenzberechtigung. Deswegen nochmal, Notfälle haben wir alle. Und es ist auch immer nur die Frage, es ist alle eine Frage der Kombination. Ich muss diese Dinge im Auge behalten und dann muss ich die Zuchtselektion so machen, dass ich da möglichst von wegkomme. Und wenn das dann immer noch weitergeht, dann muss ich die Hunde halt loswerden. Also nochmal danke für den Post, so unterhalte ich mich sehr gerne über Sachen. Bis bald.